Das Fachgebiet der Logopädie gehört zu den medizinisch-therapeutischen Berufen und beschäftigt sich mit der Sprache, dem Sprechen an sich, der Stimme, dem Schlucken und dem Hören. In der Therapie geht es darum, die Kommunikationsfähigkeit wiederherzustellen, zu verbessern oder zu erhalten und somit die individuelle Lebensqualität zu erhöhen. Auf dem SWS-Campus am Ziegelsee können Schülerinnen und Schüler sowohl eine Ausbildung als auch ein ausbildungsintegriertes oder berufsbegleitendes Studium zum Logopäden absolvieren. Als Logopäden sind wir die Experten dafür, die Kommunikationsfähigkeit des Menschen in seinem sozialen Umfeld wiederherzustellen oder zu verbessern. Logopäden arbeiten immer auf Grundlage einer ärztlichen Verordnung. Sie diagnostizieren Sprach-, Sprech-, Stimmen-, Schluckstörungen, Kommunikationsstörungen und führen anschließend logopädische Behandlungen durch. Logopäden arbeiten hauptsächlich in Praxen als Selbstständige oder Angestellte sowie in Krankenhäusern oder Reha-Kliniken. Die Nachfrage nach Logopäden auf dem Arbeitsmarkt ist sehr hoch. Die Nachfrage nach Logopäden auf dem Arbeitsmarkt ist wirklich sehr hoch. Unsere Auszubildenden sind wirklich nahezu zu 100% in Arbeit, bereits bevor sie ihren Abschluss hier absolviert haben. Und man kann auch sagen, der Job ist absolut krisensicher. Die klassische Ausbildung zum Logopäden dauert auf dem SWS-Campus am Ziegelsee 3 Jahre und ist modularisiert. Sie gliedert sich in theoretische sowie praktische Anteile. In der theoretischen Ausbildung starten die Schülerinnen und Schüler im ersten Ausbildungsjahr mit den kindersprachlichen Störungen. Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr stehen die Stimmstörungen sowie neurologische Störungen im Fokus. Außerdem war für mich auch noch ein sehr großes Kriterium, dass diese Schule natürlich sehr viel Theorie bietet, aber auch, dass sehr viel mit der Praxis verbunden wird. Also wir haben hier zuerst immer die theoretische Ausbildung, die dann aber sofort im Anschluss mit der Praxis verbunden wird. Die Auszubildenden starten im ersten Halbjahr des ersten Ausbildungsjahres mit einem praktischen Tag pro Woche. Im zweiten Jahr sind es dann 2 Tage pro Woche und im dritten Ausbildungsjahr schließlich 3 praktische Tage. Diese werden intensiv von Lehrpädagogen begleitet. Zu dieser Praxiserfahrung kommen 3 externe Blockpraktika in einer Länge von 4 bis 8 Wochen. Neben der Ausbildung gibt es auf dem Campus am Ziegelsee auch die Möglichkeit, ein Logopädie-Studium zu absolvieren. Das Besondere hier am Studium ist, dass wir 2 Formen haben. Wir haben einmal das ausbildungsintegrierende Studium, wo Ausbildung und Studium vernetzt sind. Bereits im ersten Semester beginnt neben der Ausbildung das Studium und dann sind es etwa 2 Studienmodule, die zusätzlich pro Semester studiert werden. Nach dem 3. Jahr absolvieren auch die Studierenden natürlich die Prüfung zum Logopäden und im 7. und 8. Semester können sie bereits als Werkstudenten 20 Stunden in der Praxis arbeiten. Es gibt zahlreiche Vorteile eines Studiums auf dem Campus am Ziegelsee. Zum einen bietet dieses wissenschaftliche Grundlagen für eine Tätigkeit im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens sowie im Gesundheitsbereich. Zum anderen erfolgt eine umfangreiche spezifische Ausbildung in vertieften Modulen, unter anderem zum Thema Dysphagie oder zu Störungsbildern wie Lippen-Kiefer-Gaumenspalten. Die Schule bildet auch den Bachelor, also man kann hier studieren. Und das war auch nochmal ein sehr wichtiges Kriterium für mich, weil ich unbedingt studieren wollte und das nicht nur in der Ausbildung machen wollte. Und ja, so kam ich dann zum Campus am Ziegelsee. Und die Lerngruppen sind auch sehr klein hier, was natürlich ein sehr schönes Umfeld bietet für die Schüler, für die Lehrer. Man hat ein sehr familiäres Verhältnis und wird überall hier auch unterstützt. Weitere Informationen zu der Logopädie-Ausbildung und zum Studium an den SWS-Schulen auf dem Campus am Ziegelsee finden Sie unter www.sws-schulen.de/berufsausbildung/logopädie.